Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es nochmal um die Apple Watch Ultra 2. Ich habe die jetzt seit 3 Monaten im Einsatz. Wofür ich sie tagtäglich nutze, zeige ich euch in diesem Video. Los geht's! Der erste Punkt ist die Fitness-App. Die Fitness-App nutze ich schon seit Tag 1 und habe dort einfach diese 3 Kontrollzahlen, die mir ein bisschen verraten, wie viel ich mich bewegt habe am Tag. Das ist einmal das Bewegungsziel, dann habt ihr ein Trainingsziel, aber auch ein Stehziel. Das Stehziel zum Beispiel, wenn ihr viel am Rechner sitzt, dass ihr einfach immer mal wieder daran erinnert werdet, pro Stunde einfach mal 1 Minute aufzustehen und euch ein bisschen zu bewegen und eben nicht die ganze Zeit auf dem Schreibtischstuhl zu sitzen. Weiterhin habt ihr noch einen Schrittezähler, den verwende ich jetzt im Januar zum Beispiel mal wieder, um einfach dieses 10.000 Schritte am Tag zu erreichen, um einfach ein bisschen mehr in Bewegung zu bleiben. Als zweites passend dazu ist natürlich die App Trainieren. Mit Trainieren zeichne ich meine ganzen Aktivitäten, was Spazieren gehen, Wandern, Fahrradfahren, Crossfit, sonstige Aktivitäten heißt auf. Das heißt, ihr geht einfach einmal in die Trainings-App und könnt dort eure Trainings dokumentieren und kriegt dort einfach nochmal ein bisschen mehr Daten dazu, was heißt Herzfrequenz, was heißt, wie viel Kalorien ihr verbrannt habt etc. Das ist ein total geiles Feature, kann man dann auch schön an andere Apps anbinden, wie zum Beispiel Strava, um die Daten dort dann wieder zu synchronisieren. Ich habe jetzt bei der Apple Watch Ultra 2 den Action-Button so definiert, dass ich, wenn ich dort einfach drauf drücke, direkt ein Gehtraining starte, hat auch wieder was mit den 10.000 Schritten zu tun. Wenn ich abends einfach nochmal rausgehe, drücke ich da schnell drauf, Gehtraining startet und es wird alles aufgezeichnet. Total praktisch. Wenn wir gerade schon bei den ganzen Fitness-Features sind, kommen noch 2 weitere Funktionen dazu, die ich hauptsächlich benutze, wenn ich draußen Sport mache. Wenn ich zum Beispiel draußen einfach joggen gehe, dann brauche ich mit der Apple Watch Ultra 2 nicht mehr mein Handy mitnehmen. Ich kann mir einfach Musik auf die Uhr draufladen. Ich kann aber vor allem auch einfach telefonieren mit der Uhr. Das heißt, wenn ich jetzt einfach auf einen kleinen Run gehe, dann habe ich immer mein Handy sozusagen dabei, bin erreichbar, sollte irgendwas Wichtiges sein. Und was ich sagen muss, ich habe vorher die Apple Watch Series 5 oder 6 gehabt, das weiß ich gar nicht mehr genau. Da war das Telefonieren immer ein richtiger Krampf, sage ich mal. Also du hast nicht wirklich gehört, was der andere gesagt hat, der andere hat dich nicht so gut verstanden. Der Apple Watch Ultra 2 ist es natürlich nicht so, wie wenn du das Telefon am Ohr hast, aber es ist wesentlich angenehmer. Ich höre die Person gut und die Person hört mich auch gut, also das ist total praktisch. Nachdem ich laufen gegangen bin, mache ich in der Regel immer noch ein kurzes Selfie. Entweder wenn wir mit der Laufgruppe laufen sind oder aber auch wenn ich alleine laufen bin. Da gibt es ein total praktisches Feature. Das ist einfach, dass ihr euer Handy irgendwo aufstellen könnt, euch dann hinstellen, hinsetzen, euch mit der ganzen Gruppe aufreihen könnt. Und dann könnt ihr einfach mit der Apple Watch Ultra 2, beziehungsweise egal mit welcher Apple Watch, die Kamerafunktion an eurer Apple Watch starten, dann habt ihr ein Live-Bild von dem, was euer iPhone sieht. Das heißt, ihr könnt auch die besseren Kameras verwenden, müsst nicht die Selfie-Kamera verwenden. Und bei der Apple Watch Ultra 2 habt ihr natürlich noch die Gestensteuerung. Das heißt, ihr könnt einfach mit einem Finger tippen, das Foto auslösen und habt so direkt ein geiles Bild von eurer Mannschaft und könnt das danach hochladen. Wenn wir dann mehr hier in den eigenen 4 Wänden sind, dann nutze ich die Apple Watch hauptsächlich, um Timer zu stellen. Da ist es egal, ob das jetzt ein Timer für einen Tee ist, ein Timer für die Nudeln, die gerade ins Wasser geworfen worden sind. Timer ist einfach was, was super schnell und super einfach mit der Uhr geht. Seitdem es hier Siri on Device gibt, funktioniert es auch super schnell, weil es nicht mehr diese Verbindungsprobleme zwischendurch gibt. Also da kann man einfach mit seiner Uhr kurz reden, hat einen Timer und kann den dann eben auch wieder mit der Gestensteuerung ausschalten. Total praktisch. Ein weiteres Feature ist ganz klar das iPhone suchen. Wenn ihr in eurer Wohnung unterwegs seid und auch immer mal wieder euer iPhone einfach irgendwo hinlegt, ihr könnt bei der Apple Watch Ultra 2 einfach einmal rechts auf den Knopf unter der Drehkrone drücken, dann erscheint direkt als zweites Symbol das iPhone-Suchen-Symbol. Jetzt ist es so, dass das iPhone einfach einen Ton von sich gibt. Ihr seht aber auch auf der Apple Watch Ultra 2, wo sich das Telefon befindet. Das heißt, ihr kriegt so eine Art Kompass, der euch dann wirklich zum Telefon hinführt. Also, dass man sein Telefon verliert und nicht mehr findet, ist eigentlich ausgeschlossen. Das letzte Feature, auf das ich noch eingehen möchte, was bei mir wirklich tagtäglich im Einsatz ist eines, das kannte ich vorher überhaupt nicht und ich bin eher durch Zufall drauf gestoßen. Und zwar könnt ihr euren MacBook einfach mit eurer Apple Watch entsperren.
Das heißt, wenn ihr das einrichtet in den Einstellungen, vielleicht mache ich da einfach mal einen Short dazu, dann könnt ihr euch das angucken. Dann lauft ihr an euer MacBook ran, drückt einmal zum Beispiel die Leertaste, dann will er sich entsperren, sucht nach der Uhr und die Uhr entsperrt euer MacBook. Das ist ein total geiles Feature, weil es einfach die Touch-ID in dem Fall tatsächlich überflüssig macht. Also ihr lauft einfach ran und könnt direkt loslegen. Das ist total cool, vor allem wenn ihr euer MacBook zugeklappt habt und mit einem externen Monitor arbeitet, dann müsst ihr nicht immer euer Passwort eingeben und seid so super schnell. Als zweites kommt noch hinzu, dass ihr dieses Feature auch verwenden könnt, wenn ihr Passwörter habt, wo ihr normalerweise Touch-ID verwenden würdet. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel bei einem Account einloggen möchtet, wo ihr sonst immer mit der Touch-ID gearbeitet habt, kriegt ihr eine kurze Benachrichtigung auf der Uhr, müsst zweimal den seitlichen Knopf drücken und dann ist euer Passwort freigegeben und wird direkt eingefügt. Nutze ich auch bald täglich, zumindest das Entsperren des MacBooks. Schauen wir uns zum Ende nochmal kurz den Homescreen komplett an, damit ich hier auch nichts vergesse. Der ist bei mir relativ, ja, nüchtern technisch eingerichtet, sage ich mal. Ich habe einmal die Wetter-App drauf, um einfach zu gucken, wie viel Grad hat es jetzt aktuell, was ist Tiefstemperatur, was ist Höchsttemperatur. Ich habe einmal das Datum mit dem Kalender, um einfach mit einem Klick in meinen Kalender reinzukommen. Ich habe den Kompass. Den finde ich irgendwie ganz cool und ganz praktisch. Und wenn ihr das Ganze mit Apple CarPlay noch verwendet, dann speichert sich dort auch die letzte Position von eurem Auto. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel wandern seid, parkt das Auto irgendwo an einem Waldparkplatz, könnt am Ende dann wieder auf das Kompass-Symbol drücken und er navigiert euch zurück zu eurem Auto. Also auch das, ganz cooles Feature. Dann, wie angesprochen, die Ringe. Weiter habe ich Sonnenauf- und Sonnenuntergang dort aufgelistet. Das ist vielleicht einfach wirklich was aufgrund der aktuellen Jahreszeit, dass es so früh dunkel wird, dass man sich einfach immer wieder freut, wenn die Minuten dort hochgehen und wir irgendwann wieder bei 17, 18 Uhr sind, wo die Sonne untergeht. Zu guter Letzt habe ich noch Shazam drauf. Einfach, ich höre ein cooles Lied, möchte wissen, was es ist, drück hier drauf. Schneller geht es fast gar nicht. Die zunehmende Sichel bzw. den aktuellen Mondstatus, da bin ich gar nicht so intuit. Ich finde einfach nur, dass es cool aussieht und deshalb habe ich das dort mit aufgelistet. Viele von den Funktionen, die ich euch jetzt gerade genannt habe, die ich täglich nutze, kann man auch mit einer Apple Watch Series 9, 8, 7 und auch noch davor verwenden. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so das Hauptargument für eine Apple Watch Ultra 2. Bei mir ist es aber wirklich so, dass ich einfach die Optik von der Apple Watch Ultra Series 2 oder Series 1, sehen ja gleich aus, extrem feier. Ich fand die Apple Watch Normal Series immer ein bisschen verspielt und man hat halt gleich gesehen, dass das so ein technisches Gadget war. Und ich finde, bei der Ultra ist es einfach ein bisschen was Wuchtigeres. Also es ist eine richtig, wie ich finde, schöne Uhr, aber das ist ja immer Geschmackssache. Deshalb für mich einfach, ich finde diesen Stil der Uhr wesentlich schöner als den von den normalen Apple Watches. Deshalb war das für mich einer der Hauptgründe, warum ich da jetzt einfach mal einsteigen wollte. Dann natürlich auch ganz klar die Bänder. Das ist das Band, das ich jetzt seit Tag 1 an der Uhr habe. Ich habe mittlerweile noch ein weiteres Band von Pitaka, ein metallisches aus so Carbonfasern, was total schön ist, weil es einfach auch sehr leicht ist. Ist ein bisschen wilder von der Musterung her, aber ist auch echt cool. Und dann habe ich noch das Ocean Band in Orange und das ist einfach was ein bisschen poppigeres, was ich gerne zum Sport anziehe, wenn man das eben auch gut sauber machen kann. Dann ist es natürlich auch noch so, dass ihr mit der Apple Watch Ultra eine komplett andere Bildschirmgröße habt, also einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten habt, was auf dem Bildschirm darzustellen, aber auch ihn zu bedienen. Also wenn man jetzt mal irgendwas schreiben möchte, wenn man irgendwelche Apps verwendet, hat man hier einfach mehr Bildschirm, mit dem man arbeiten kann. Bei meiner vorherigen Apple Watch war die Batterielaufzeit tatsächlich ein Problem für mich. Wenn ich irgendwo auf längere Wanderungen irgendwo 5-6 Stunden einen Berg hoch und wieder runter gegangen bin oder auf eine lange Fahrradtour und dabei die ganze Zeit das Training aufgezeichnet habe, bin ich oft an Grenzen mit der Akkulaufzeit gekommen. Das war für mich immer total störend, weil ich will ja das Training einmal komplett aufgezeichnet haben und nicht irgendwie gestückelt haben. Dementsprechend bin ich unglaublich happy über die Laufzeit von der Ultra. Ich trage sie oft auch nachts, hänge sie dann kurz an das Schnellladegerät und dann habe ich auch schon wieder irgendwo 80-90% und kann die Uhr direkt wieder tragen. Und deshalb war das für mich ein
ultra gutes Feature, wodurch ich auch das Whoop-Band an der anderen Seite ablegen konnte. Hat natürlich trotzdem unterschiedliche Funktionen, aber ich bin jetzt einfach ausreichend zufrieden mit den Daten, die ich von der Apple Watch Ultra bekomme. Als letztes würde ich dann noch den Action-Button nennen, der einfach nochmal ein bisschen Einfachheit der Bedienung mit dazu gebracht hat. Und ich glaube, ja, für mich ist einfach so, dieses Design und die Funktionalität, die mit der Apple Watch Ultra 2 gekommen sind, waren für mich ein Riesenhype. Und ich kann jetzt 3 Monate später auch wirklich sagen, dass ich mich jeden Tag freue, wenn ich sie anhab. Und sie hat mich bis jetzt noch nicht im Stich gelassen. Ich denke, ich werde noch einige neue Bänder einfach ausprobieren. Ich finde es einfach so ein cooles Feature, dass ihr so ein hochwertiges Produkt habt, das ihr dann nochmal komplett neu entdecken könnt, einfach durch die Bänder, die ihr dann austauscht. Und so wird es da sicherlich nicht langweilig werden. Wenn ihr Fragen zur Apple Watch Ultra habt, schreibt mir das einfach in die Kommentare. Lasst dem Video gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!